Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem und den nächsten zwei Videos möchten wir uns den Touchscreen Smart Home Router des Kickstarter-Unternehmens Securify ansehen. Im letzten Jahr haben wir auf Zio.de über den Touchscreen Router von Almond berichtet, welcher es in den Amazon UK Verkaufscharts der Kategorie Router sogar in die Top 3 schaffte. In Deutschland sah es etwas anders aus, aber hierzulande ist nun mal AVM mit der Fritzbox der Platzhirsch. Nun kommt das Kickstarter-Unternehmen Securify mit zwei neuen Modellen um die Ecke. Zum einen dem Almond 2015, welcher Smart Home mit Zigbee verspricht und per USB-Stick mit Z-Wave erweitert werden kann. Als zweites Modell wirft Securify den großen Bruder auf den Markt, das Modell Almond Plus. Dieser ist bereits out of the box mit Z-Wave und Zigbee ausgerüstet. Für diesen Test hier haben wir uns das große Modell geschnappt, den Almond Plus. Oben auf in der quietschgelben Box liegt der Almond Plus Touchscreen Router. Als Anschlüsse bietet der Almond Plus neben zwei USB 2.0 Ports 4 Gigabit LAN Ports und einen Gigabit WAN Port. Das war eines unserer größten Kritikpunkte bei unserem Test des Almond Touchscreen Routers im letzten Jahr. Dieser verfügte nur über 100 Mbit Netzwerk Ports. Im Lieferumfang natürlich das Netzteil mit 12 Volt und 3 Ampere und dazu die verschiedenen Steckernetzteile für die verschiedenen Länder. Statt einem 0815 Netzwerkkabel liegt ein Flachbandnetzwerkkabel bei, welches edel unter jeder Türschwelle oder Scheuerleiste verschwindet. Coole Sache. Dein Almond Smart Home Router, den kannst du jetzt wahlweise hinstellen oder an der Wand montieren. Auch das konnte das Vorgängermodell nicht. Dafür gibt es nun wahlweise einen Standfuß oder eine Montageplatte. Auf der Verpackung steht 3-Minute Touchscreen Setup. Lass uns mal schauen, ob das stimmt. Nachdem der Almond Strom hat, beginnt er zu booten und die Installation kann beginnen. Ein Wizard, also ein Installationsassistent, führt durch die Installation. Wer so dicke Finger hat wie ich, der findet an der Rückseite ein Stylus Pen für die erleichterte Eingabe. Wenn du die Router-Funktion des Almond nicht benutzen möchtest, kannst du den ersten Step direkt überspringen. Du kannst ihn alternativ nämlich auch als Repeater einsetzen, so erhöht er neben seinen Smart Home Aufgaben noch ganz praktischerweise nebenbei die Reichweite deines WLAN-Netzwerks. WLAN-Netzwerk auswählen, Passwort eingeben, speichern, fertig. Bis hierhin haben wir wirklich keinen PC zur Einrichtung benötigt. Der Almond Plus ist ein cloudbasiertes Smart Home System, daher benötigen wir an dieser Stelle nun einen Almond Online Account. Diesen kannst du wahlweise mit einem Android Smartphone oder einem iPhone erstellen. Dritte Möglichkeit wäre, mit Hilfe eines PCs dann eben per Webbrowser diesen Account anzulegen. Also fix die Almond by Securify App aus dem iTunes Store geladen oder auf dem Touchscreen des Almond auf Weiterklicken. Der Einrichtungsassistent begleitet hier wirklich die komplette Installation Schritt für Schritt. Das ist wirklich ziemlich cool. Für den Online-Account einfach E-Mail und das Wunschpasswort eingeben, danach auf Absenden klicken. Du erhältst dann eine E-Mail mit einem Link, den du anklicken musst, um den Account zu aktivieren.
Um nun den Almond Smart Home Router und den eben erstellten Online-Account miteinander zu verknüpfen, generiert der Almond Router einen 6-stelligen Code, welchen du in der App einfach eingibst. Fertig! Stimmt wirklich. 3 Minuten Installation per Touchscreen. Perfekt. Am besten nun an dieser Stelle direkt mal prüfen, ob es ein Firmware-Update gibt. Wenn ja, dann findest du dieses unter Settings und dann unter dem Menüpunkt Software-Updates. Per Klick auf Update Software lädt der Almond die Firmware, installiert diese automatisch und bootet danach neu. Das war's schon. Das war unser erster Teil zum Smart Home Touchscreen Router von Almond. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Abonniere doch am besten unseren Kanal, damit du den zweiten Teil zum Almond Plus nicht verpasst. Dort zeige ich dir, wie einfach du Geräte über das Touch-Menü an den Almond anlernen kannst, diese per App steuerst und wir schauen auch, ob die Philips Hue-Leuchten am Almond Router funktionieren. Bis dahin, schau mal wieder vorbei auf www.sio.de, deinem Smart Home Blog.